Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Ultimate Trial. Es geht wieder weiter hier in unserem krassen Zelda-Hack. Im letzten Part haben wir uns hier im Stronghold mal ein bisschen umgehört, haben mit den Leuten geredet und haben uns hier ja erstmal einen Überblick verschafft, was eigentlich alles möglich ist. Außerdem haben wir gerade unser Geld ausgegeben. Wir hatten ja richtig Fettkohle, also richtig Fettkohle. Und ja, das sieht jetzt aktuell so aus, unser Itembestand. Also ich bin relativ zufrieden. Wir können hier richtig schön schnell rumrennen. Wir haben Boomerang, wir haben den Claw-Shot. Wir haben den Megaton-Hammer, genau. Und wir haben den Hunters-Bow und Deku-Kerne, Deku-Nüsse. Außerdem haben wir noch die Iron Boots. Und Iron Boots und Claw-Shot sind auf jeden Fall Voraussetzungen, dass wir jetzt in die Prüfung des Erwachsenen gehen können. Für mich klingt das so ein bisschen, als ob wir unter Wasser atmen müssen eigentlich auch. Oder unter Wasser kämpfen müssen. Dementsprechend, wir gehen da auf jeden Fall mal rein, gucken mal. Aber ich glaube, es wäre vielleicht eine ganz geile Idee, wenn wir dementsprechend vielleicht die andere Rüstung noch kaufen. Wir gucken mal. Auf jeden Fall, wir betreten ja jetzt eine neue Prüfung. Das heißt, wir müssen einmal drehen. Den Schwierigkeitsgrad. Und natürlich geil, richtig schön. Wie ist es auch nicht anders? Es ist schwer. Da freut man sich doch. Gut. Ja, so sieht es übrigens aktuell aus. Wir haben 250 Enemies getötet. Ich werde jetzt mal nicht mit dem Typen sprechen. Das machen wir, wenn wir wieder rauskommen. Dann können wir schön unser Geld wieder ausgeben. Dreimal gestorben bis jetzt. Dreimal gestorben? Ja, stimmt. Alles klar. Jo. Alles klar. Dann würde ich sagen, betreten wir mal die neue Prüfung. So, das haben wir ja schon alles mal gemacht. Genau. Wir brauchen Clownshot und die Eisenstiefel. Man kann hier übrigens auch richtig geil wechseln, indem man einfach nach unten drückt mit dem Steuerkreuz. Dann hat man hier zur Auswahl, welche Stiefel man anziehen will. Und wenn man dann wieder nach unten drückt, ja, kann man halt das andere wechseln. Genauso wie fürs Schwert. Da scheint es später auch nochmal ein bisschen mehr Auswahl zu geben. Fürs Schild genauso und für die Klamotten genauso. Okay, es geht los, Leute. Die neue Prüfung steht im Raum. Ach klar. Das Gute ist, wir haben halt aktuell keine Strafe. Boah, coole Musik. Gefällt mir. So, das war doch erstmal ein guter Start. Zack. Was sollen denn diese Gegner, ganz ehrlich? Die hätten sich auch sparen können, oder? Wahnsinn. Okay. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Warum sieht er so anders aus? Gott. Töte ich dich damit? Oh, geil. Oh, das ist schön. Achso, wir können auch mal den Hammer noch ausrüsten. Vielleicht kann man damit auch so ein bisschen... Nö. So, wenn die mich treffen, kann ich mein Schwert nicht benutzen, oder? I don't know. Aber das ist ja super angenehm hier einfach. Zack und weg. War's das schon? Ja, ne? Okay. Das läuft ja bisher... Oh Gott, was ist denn mit ihm? Ach du Scheiße! Tja. Ein richtig beschissener Raum. Okay. Ja, der hat mich halt erwischt, ne? Ne, die Pflanze hat mich erwischt. Ist das denn? Boah, ja, jetzt geht's richtig los, ne? Das merkt er. Das ist ja sowas von krank. Hier brauche ich doch aber auch einen Bogen, oder? Sonst kann ich den doch auch nicht töten. Oder bin ich da jetzt falsch? Ja, warte mal, ich baller den auf jeden Fall erstmal weg und dann kommt da ja... Ja. Natürlich ist das auch noch so ein Vieh. Okay. Und du bist ja... Ja. Du bist der Mittelboss einfach vom Waldtempel. So.
Ja, wir greifen immer den an, der sich dreht, ne? Ist auch eine leichtere Methode, den zu töten. Okay, der hält aber weniger aus. Normalerweise sind es, glaube ich, 4 Schüsse, oder? Na klar. Okay. Der sieht auch anders aus, ne? Aber cool anders. Boah, der ist der... Alter! Wo macht der Schaden? Warum macht denn der so abnormalen Schaden? Und der hat gerade durch mein Schild gehauen. Und schon wieder. Wow, sind wir ja weit gekommen. Scheiße. Oh, Kacke. Ja, das lief ja gut. Wow. 12 Rubine haben wir verdient. Wow. Na gut, klar, wir haben ja schwer, ne? Vierfacher Schaden. Oh, Kacke. Okay. Da würde ich sagen, Rat des Todes. Welche Strafe wird es diesmal sein? Oh, ja, schön. Muss man auch mal haben, ne? Muss man auch mal haben. Glück gehabt. Achso, zack. Okay, wir haben Glück gehabt. Wir haben 12 Rubine verdient. Das ist ja nix. Also Leute, ich bin ganz ehrlich, wir werden jetzt erstmal kurz das mit der Flasche machen, oder? Ich glaube, das ist eine bessere Idee. Ich denke mal, Hammer. Kettenbumerang. Ich weiß gar nicht, was ist denn am besten? So? Ich glaube, so werde ich ausrüsten mich. Ja. So. Es geht ja jetzt auf Zeit. Wir reden jetzt mit dem. Der wird uns jetzt gleich nochmal erzählen. Hier, du musst das in der Zeit schaffen. So. Hey, machst du auch diese Prüfung? Du siehst nicht so schnell aus. Danke. Wie wär's mit einem Rennen? Du musst, ja, die Linie überqueren, bevor die Zeit zu Ende ist. Leicht, richtig? So, no one has won. Noch nie hat jemand gegen mich gewonnen. Ich bin der Schnellste hier. Das ist jetzt nicht so wahr. Also ganz ehrlich, Mario hat dich bestimmt schon mal besiegt. Ja, ich habe eine Flasche für dich, wenn du gewinnst. But if you somehow happen to win this race only the first time, I give you one for free. Ah, okay. Ich glaube, ansonsten will der, dass ich Geld bezahle. Aber das erste Mal ist quasi frei. Für, okay, wir müssen den Child Trial, also, ne, die Prüfung des Kindes müssen wir in 11 Minuten abschließen. Er hat es auf jeden Fall in 11 Minuten geschafft, deswegen wir müssen, achso, ne, kostet doch Geld. Ich denke, es ist das erste Mal frei. Okay. Na dann, auf geht's. Auf in die Prüfung, Leute. So. Wir haben 11 Minuten Zeit. Ah, verdammt. Ich habe jetzt natürlich noch als schwer, ne? Ich hätte jetzt drehen müssen. Aber jetzt kann ich es nicht mehr ändern. Okay. Dann müssen wir jetzt auf gut Glück hoffen, dass wir es hinkriegen. Upp. 11 Minuten. Ist halt, wenn man Zeitdruck hat, ist halt eklig, ne? Aber ich habe jetzt auch nicht dran gedacht, dass wir noch den Schwierigkeitsgrad ändern müssen. Das ging jetzt leider voll an mir vorbei. So, das war gut. So, warte mal. Da nehme ich mal ganz kurz das hier. Und dann wieder rumswitchen. So. Das läuft doch bisher nicht schlecht. Ja, ich glaube, da wäre der Boomerang besser gewesen.
Aber egal. Okay, 1 Minute 12. So, hier ist jetzt der Hammer auf jeden Fall richtig gut. Gegen die Gegner. Ich weiß gar nicht, ob das auch... Ne, gegen die scheint das nicht. Nein, nicht in die Lava. Geh nicht in die Lava, Junge. Scheiße. Ja, das war jetzt super schlecht. Wahnsinn. Ah, das war aber auch meine eigene Schuld. Ja, das ist halt, wenn man es hektisch macht, ne? So, hier lasse ich mir auch lieber mal ein bisschen Zeit. Keinen sinnlosen Schaden einstecken halt. Shit. Shit, shit, shit. So. Und weiter. Okay. Nein! Oh! Ah, wie schlecht. Ja, es spielt sich halt gleich ganz anders, wenn man Zeitdruck hat, ne? Ja, das war auch super. So, weiter geht's. Okay, das war gut. Das war sehr schnell. Oh Leute, oh Leute, oh Leute. Okay, hier mache ich gleich den hier. Und theoretisch... Ich nehme mal einen Bogen. Hier ist, glaube ich, aber auch der Boomerang ganz nice. Ich glaube, den Hammer brauche ich jetzt nicht mehr. Ja, ist hier noch was? Shit. Oh. Viel sinnlos Zeit in die Lände gestrichen. Ba, 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 ba. So, warte, den Sniper ich hier kurz weg. Viel effektiver. Okay, weiter geht's. Ich hoffe halt echt, dass wir das noch schaffen. Wir kriegen halt so abnormal Schaden. Ah, war halt einfach blöd. Ich hätte halt auch leicht bekommen können, ne? Oder mittel. Dann sähe das jetzt anders aus. Aber naja. Wir sind noch gut in der Zeit. Ich denke, wenn wir uns ein bisschen konzentrieren und jetzt nicht mehr so auf die Zeit achten, dann kriegen wir es vielleicht noch auf die Ketten. War halt meine eigene Schuld. Ich hab's mir jetzt selber schwierig gemacht. Aber hey, shit happens. So, einmal Stun bitte. Jo, ich glaube, ich nehme einmal den hier. Okay. Das war gut. Ah, natürlich Pech gehabt. Okay, sehr gut. Und Tschüssikowski, mein Freund. So, da sind wir jetzt auch schon im letzten Teilgebiet angekommen. Ein bisschen Konzentration. Wir haben noch 6 Minuten Zeit, also. Wirklich, mit ein bisschen Konzentration kriegen wir das hin. Wir dürfen halt jetzt einfach nur keinen Schaden mehr einstecken. Das ist eigentlich so das Hauptding. Und mit einer Flasche kann man schon viel machen. Ne, wenn wir dann wirklich Potion und Feen und so bekommen. Ich glaube, da kann man gut was machen. So. Verdammt. Wieder so ein sinnloser Treffer. Weil halt so eine Krähe auf schwer auch einfach ein ganzes Herz Schaden macht, ne? Egal, warte mal, ich brauche kein Geld, ich brauche Zeit.
Super ärgerlich, wenn ich das jetzt vergeige. Aber naja, dann ist es halt so. Dann machen wir es nochmal. Ich glaube, mit dem Hammer kann ich gegen die auch gut was ausrichten. Weil ich glaube, die fallen dann auf den Rücken, wenn ich die mit dem Hammer treffe, ne? Oh Gott. Okay. Das war schlecht. Und Tschüssikowski. Wir haben noch 4 Minuten 30 jetzt. Ja, die halten halt auch sinnlos auf, ne? Die Geister. Okay. Und weiter geht's. Okay. Okay. Wirbelattacke müssen wir, glaube ich, öfter einsetzen. Gerade gegen so Fledermäuse und Krähen kommt so eine Wirbelattacke, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Wie ihr seht. Okay, da haben wir die. Okay, ich fokus mal den. Okay. Ja, die kosten sinnlos Zeit, ne? Okay, wir haben noch 3 Minuten. Es kommen jetzt danach noch 3 Ebenen. Dann haben wir es geschafft. Bisschen Fokus, bisschen Konzentration. Das könnte noch was werden. Ich darf halt nur keinen Treffer mehr einstecken. Okay, sehr gut. So, noch 2 Ebenen. Ah, warum mache ich keine Sprungattacke? Ich bin so doof. Oh. Das ging fast in die Hose, ey. Okay. Ganz ruhig, wir haben alle Zeit der Welt. Okay. Wundervoll. Ich glaube, ich nehme hier mal eine Dekonuss zu Hilfe. Wahnsinn. So. Komm her, mein Freund. Schlag zu. Und jetzt haben wir noch easy 2 Minuten für den letzten Fight. Einfach ein bisschen Konzentration. Ist halt jetzt die Riesenananas, ne? Ich glaube, die beste Methode, die zu töten, ist einfach aus sicherer Entfernung jetzt mit Pfeil und Bogen. Dann mal nochmal kurz rein. Okay, Hammer. Wir haben es geschafft, Leute. 9 Minuten und 40 Sekunden. Geil. Ha! Hab dich fertig gemacht. Was? Das kann nicht sein. Du hast meinen Rekord gebrochen. See you at the stronghold if you want to do it again. Oh, I take this as a reward. Wenn du es nochmal machen möchtest, wir sehen uns in der Festung und das hier ist dein Geschenk. Wir haben eine leere Flasche bekommen, Leute. Yes. Die haben wir uns verdient. Ah, geil. Also wirklich, wir haben uns die Flasche richtig verdient. Auf Schwierigkeitsstufe schwer. Außerdem haben wir den Trial abgeschlossen. Also theoretisch dürfte ich meine Strafe resetten, aber wir haben ja keine Strafe aktuell, deswegen alles super. Geil. Das lief gut, Leute. Und theoretisch haben wir jetzt auch ordentlich Kohle wieder. Ich würde aber sagen, die geben wir im nächsten Part aus.
Ich glaube, ich investiere in Herzcontainer. Oder haben wir... Doch, ich glaube, ich werde die Rüstung noch kaufen. Die Rüstung kaufen wir dann noch. Ja, so werden wir es machen. Und der Typ hat dann im nächsten Part mit uns zu sprechen. Ach komm, mit dem reden wir noch schnell. Was hast du denn zu sagen? Extra, extra! Oh wow, such a unique Deku, come walk. No dancing by. Was? I'm a little lost for words. At the moment, he was shuffling towards the garden. Maybe you can figure out what's up. Okay, also der irgendein Deku ist gekommen und der hat getanzt oder so und der war hatte keine Worte dafür, dass er auf einmal im Garten war. Auf jeden Fall sollen wir es selber herausfinden. Und er ist gerade im Garten. So, dann hat er noch was. Extra, extra. Sweet Old Syrup is back at a potpourri potion. I believe she was out at her mushroom farm preparing it for harvest. Okay, also die Hexe Syrup ist zurück. Die ist oben in ihrem Shop und die hat gerade Pilze gesammelt auf ihrer Farm. The shop is out on the balcony. You should give her a visit. I'm sure her potion will assist you greatly in your efforts. Okay, also wir können sie oben auf dem Balkon treffen. Wir waren da ja schon, da stand noch, sie war unterwegs und ihre Tränke werden uns sicherlich helfen. Alles klar. Können wir im nächsten Part mal abchecken? Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal zu Ultimate Trials. Tschüssi, Leute.